Mit dem Redmi Note 7 legt Xiaomi seine beliebte Note-Reihe neu auf. Mit an Bord ist eine Dual-Kamera, eine Waterdrop-Notch, bis zu 6 GB RAM und ein 8-Kern-Prozessor aus dem Hause Qualcomm. Das klingt eigentlich nach einem sehr guten Gesamtbild, oder? Ein gutes Bild gibt auf jeden Fall der Bildschirm ab. Satte 6,3 Zoll stehen dem Nutzer, kleine Ausnahme, zur Verfügung. Im oberen Bereich befindet sich eine sogenannte Waterdrop Notch. Solltest du, liebe zuschauende Person, nicht ganz so firm in Handy begriffen sein, damit meine ich die Einlassung ins Display für eine Kamera. Es gibt deutlich schlankere Waterdrop Notches, aber Modelle mit sparsamerer Einlassung kosten auch direkt deutlich mehr. Leider laufen nicht alle Apps im Fullscreen-Modus. Immerhin. Den Schwarzwert beim Redmi Note 7 finde ich gut. An der unteren Seite des Bildschirms gibt es einen etwas dickeren Displayrand, während die Bezels sonst angenehm klein sind. Man nennt diesen Bereich auch Kinn beim Smartphone. Das Display lässt sich gut ablesen und reagiert zügig auf meine Eingaben. Da es sich hier um ein Budgetgerät handelt, ist natürlich kein Fingerprint im Display integriert. Dieser sitzt beim Xiaomi Redmi Note 7 auf der Rückseite. Der Bildschirm löst mit 2340x1080 Pixeln auf. Es handelt sich folglich um eine Full-HD-Plus-Auflösung mit 409 ppi. Erinnert sich noch jemand an die Zeit, in der Redmi-Smartphones mit 720p-Auflösung daherkamen? Der Nutzer kann das Display je nach Wunsch kalibrieren und so zum Beispiel Blaulicht filtern lassen, was ja bekanntlich kurz vor dem Schlafengehen sehr gut sein soll. Freunde von mir nutzen ihr Smartphone allerdings gar nicht mehr anders. Eigentlich schon etwas verwunderlich, dass das Redmi Note 7 noch den Namen Note tragen darf, wenn das Mi 9 sogar eigentlich fast den größeren Bildschirm hat und das normale Redmi 7 nur minimal kleiner ist. Die Modellreihe wollte wohl eben mal gepflegt werden, nehme ich an. Ein LED-Benachrichtigungslicht ist natürlich auch mit an Bord und sitzt im Kinn des Note 7. Sie ist leider, ihr werdet es euch wahrscheinlich schon gedacht haben, wenn ihr Xiaomi-Smartphones verfolgt, nur weiß. An der Unterseite befindet sich, auch wenn man zwei Grills sieht, nur ein Monolautsprecher. Der zweite Grill beinhaltet das Mikrofon. Telefoniere ich mit meinen Mitmenschen, verstehen die mich sehr gut. Auch ich habe kein Problem, mein Gegenüber zu verstehen. Erfahrungsgemäß sind Xiaomi-Mikrofone sehr aggressiv, was Umgebungsgeräusche betrifft. Und das ist auch hier wieder der Fall. Darunter leidet leider der Ton bei zum Beispiel Videos, wie ihr später noch hören werdet. Angetrieben wird das Redmi Note 7 von einem Snapdragon 660. Der 8-Kerner taktet mit bis zu 2,2 GHz. Im Alltag wartet das Smartphone mit keinen Überraschungen auf. Alles geht flott von der Hand und dank optimiertem und ständig mit Updates versorgtem MIUI sind mir auch keine Bugs während dem Test begegnet. Spielt man mit dem Note 7, wird es zwar etwas wärmer, aber die Temperaturentwicklung ist definitiv im Rahmen des Normalen. Dies überträgt sich auch auf normale Nutzungsszenarien. Das Note 7 gibt es gleich mit drei verschiedenen Speicherkombinationen. Sparfüchse greifen zur 3 GB RAM-Version mit 32 GB internem Speicher. Wer etwas mehr Geld berappen will, legt 1 GB obendrauf und verdoppelt den internen Speicher. Und wer langfristig mit dem Note 7 plant, krallt sich direkt die 6 GB RAM bei 64 GB ROM-Version. Wer mit 64 GB Speicherplatz nicht auskommt, kann den Speicher fast beliebig erweitern. Damit dem Redmi Note 7 nicht so schnell der Saft ausgeht, verbaut Xiaomi einen saftigen 4000 mAh Akku. Von dem, sowie der Display On-Time, darf sich mein Xiaomi Mi Mix 3 gerne eine Scheibe abschneiden. Das Note 7 kassiert so schnell zum Dauerläufer. Sollte ihm dann doch mal der Saft ausgehen, kann es dann Quick Charge 4 bzw. respektive 3 schnell aufgeladen werden. Ich sage respektive, weil ich noch kein Quick Charge 4 Netzteil mit guten Bewertungen gefunden habe, dem ich so stark vertraue, dass ich es kaufen würde. Das Redmi Note 7 kommt erstmals mit USB-C statt Micro-USB daher. Zum Vergleich, für den gesamten Preis vom Redmi Note 7 gibt es bei Apple ein Battery Case zum iPhone XS. In Sachen Konnektivität ist alles mit an Bord, was das Herz begehrt. GPS Plus, GLONASS sowie ein Kompass für unter anderem die Fußgängernavigation via Google Maps. Wi-Fi BGN und AC sowie 5 GHz Netzwerke werden unterstützt. Bluetooth 5.0 funkt zuverlässig mit meiner Amazfit Bip sowie den AirPods. Auf der Oberseite des Gerätes gibt es dennoch einen Kopfhöreranschluss, falls ihr noch kabelgebundene Kopfhörer verwendet.
Wie eingangs erwähnt, kommt das Note 7 mit einem herkömmlichen Fingerprint auf der Rückseite daher. Dieser entsperrt das Gerät zügig und ist optimal, zumindest für meine Hand, positioniert. Ich gehe mal davon aus, dass, wenn das Redmi Note 8 erscheint, im Display Fingerabdrucksensoren bereits so weit verbreitet sein dürften, dass auch diese in der Budgetklasse angekommen sein werden. Es kann also gut sein, dass das hier das letzte Note 7 mit herkömmlichen Fingerabdrucksensor ist. Solltet ihr lieber Face Unlock verwenden, ist dies mit dem Redmi Note 7 auch möglich. Face Unlock in der Nacht ist eher ein Glücksspiel. Ich habe mich doch dabei erwischt, wie ich eher den Fingerprint benutze, beziehungsweise das Passwort, je nachdem, was gerade schneller ist, als Face ID. Auf dem iPhone geht das definitiv besser, das kostet aber auch 800 Euro mehr. Somit, tagsüber Face ID, nachts Fingerprint oder Code. Damit Face Unlock funktioniert, müsst ihr die Region auf zum Beispiel Taiwan stellen. Anderweitig geht es leider nicht. Auf dem Gerät läuft MIUI 10 auf Basis von Android 9. Ihr müsst natürlich nicht auf den Play Store verzichten. Je nachdem, woher ihr euer Gerät bezieht, ist Band 20 mit an Bord. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr, wenn Band 20 benötigt wird, das Gerät nicht direkt aus China importiert, sondern aus einem EU-Lager bezieht. Eine Sache, auf die man beim Redmi Note 7 verzichten muss, ist Netflix. Sagt der App, lässt sich zwar nicht aus dem Play Store runterladen, über Apple Miro kommt ihr trotzdem an sie. Auf der Rückseite befindet sich ein 48-Megapixel-Sensor aus dem Hause Sony. Der IMX586 sorgt für Bilder, die man eigentlich nicht von einem teils unter 200-Euro-Handy erwarten würde. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, lieber VoiceOver Tim, übertreibst du da nicht ein bisschen? Und ich sage dazu, nein, guckt euch diese Nachtfotos an. Ganz ehrlich, habe ich so noch in keinem einzigen Gerät gesehen bei Nacht. Der Preis lassen. Jenem 48-Megapixel-Sensor steht eine 5-Megapixel-Kamera zur Seite. Das Kamerasetup steht deutlich aus dem Handy heraus. Der Kamerabump könnte gerne geringer ausfallen. Im normalen Modus werden 12-Megapixel-Fotos geschossen. Die Farben des Redmi Note 7 sind knallig und lassen teils die Umwelt etwas strahlender wirken, als sie eigentlich ist. Die 48-Megapixel-Bilder können im Pro-Modus des Handys freigeschaltet werden. Wer jetzt sagt, Tim, es gibt keine Chance, dass das Redmi Note 7 dabei nicht nass geworden ist, der hat vollkommen recht. Aber es hat überlebt. Was ihr daran merkt, dass ihr dieses Video seht, weil ich bin nicht nach Hause gehechtet und habe schnell die Dateien gerettet, sondern habe meinen Fotowalk gemütlich beendet. Oh, wen haben wir denn da? Hallo? Selfies schießt das Redmi Note 7 mit 13 Megapixeln. Nicht mit an Bord des NFC. Google Pay etc. fällt also mit dem Redmi Note 7 flach. Die Frontkamera hat leider nicht den Luxus eines LED-Blitzes oder gar das Display zu einem solchen zu verwandeln. Das heißt, ihr solltet euch entweder ins Licht stellen, wie ich jetzt gerade, oder auf Nachtaufnahmen verzichten bzw. die Dunkelheit in Kauf nehmen. Währenddem ich laufe, sieht man übrigens so wunderbar, auch wenn ich eigentlich einen Stabilisator eingeschaltet habe, ist das Bild doch ein bisschen wobbly. Full HD mit Bildstabilisation gibt es auf dem Redmi Note 7 nicht, auch wenn auswählbar. Mir ist aufgefallen, dass es quasi keine Selfie-Cam-Szene gibt am Tag. Deswegen, here you are. Allerdings habe ich gerade einen Selfie-Stick in der Hand, den von Xiaomi. So sieht das Ganze aus, wenn ich keinen in der Hand habe. Wir sind uns zwar jetzt ein bisschen näher, und ich merke gerade, dass das Ganze in 720p gefilmt worden ist, weil man sieht, der Bildstabilisator ist eingeschaltet und in 1080p ist der, wie wir ja schon festgestellt haben, nicht verfügbar. Mal sehen, ob ihr es gemerkt habt, bevor ich es jetzt gesagt habe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn Xiaomi das Gerät teils mit zerstörerischen Aktionen bewirbt, sehe ich davon ab, Nüsse mit meinem Note 7 zu öffnen. Damit euer Gerät gut geschützt wird, liegt direkt ein durchsichtiges Case bei. Am Rande soll angemerkt sein, dass Xiaomi auf das Gerät satte 18 Monate Garantie wehrt, statt der üblichen 12. Das Xiaomi Redmi Note 7 ist selbst heute ein Preiskracher und dürfte mit fortlaufender Zeit nur zu einem noch besseren Deal werden. Insgesamt handelt es sich hierbei um ein gutes Smartphone,
das allerdings in meinen Augen derweil den Note-Titel zu Unrecht führt. Der Dschungel zwischen Redmi Note, dem Mi Max und dem normalen Redmi ist sowieso sehr undurchsichtig. Ob man zukünftig wirklich noch zwischen Redmi und Redmi Note Serie unterscheiden muss, mag ich wahrlich zu bezweifeln. Was meint ihr? Sollte man die Geräte weiter unterteilen? Ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.